Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, On-the-Road-Tour. Wollen wir wieder ein bisschen quatschen. Mal ein bisschen erzählen, was es so Neues gibt. Fangen wir heute mal an, wenn ich schon on-the-road bin. Ich muss ja nach, nach Leipzig. Muss was abholen. Und nach Dresden. Egal. Irgendwo da drunter muss ich halt hin, ne? Und ich kann berichten, dass die Aufkleber, von denen ich euch ja berichte, Respect for Truckers, ist in Arbeit, dauert ungefähr eine Woche oder so, bis die alle fertig sind. Ich habe jetzt mal erstmal 50 Stück machen lassen. Das geht ganz schön ins Geld. Holla die Waldfee, das Zeug ist schweinsteuer. Ist dann für die Autoscheibe. Hat eine Größe, dürfte jetzt das Lineal rausholen, wer eins zur Hand hat. 15 cm auf 8 cm, ne? Also 15 breit und 8 hoch. Und das könnt ihr dann auf eure Scheibe klatschen. Ich habe mich da jetzt ein bisschen beraten lassen. Den Aufkleber wird es dann erstmal nur in Weiß geben. Denn ich wollte erst schwarz haben, ist mir dann aber gesagt worden, auf einer Autoscheibe ist weiß einfach am besten. Das sieht man halt am besten. Ne? Egal, ob du eine getönte Scheibe hast oder eine stinknormale Scheibe, das sieht man halt am besten weiß. Ne? Und deshalb habe ich gesagt, gut, dann machen wir mal 50 Stück weiß. Diesen Aufkleber kann man, wenn man möchte, auch in schwarz haben, klar. Oder auch noch größer. Funktioniert ganz genauso. Zum Beispiel für die Aufliegertüren vom Auflieger gibt es natürlich dann auch noch die Möglichkeit, dass man sich das hinten drauf klatscht und dann auch noch größer macht. Überhaupt kein Thema. Das ist halt natürlich eine Kostenfrage. Das ist echt, also, jetzt habe ich mal richtig Kohlen rausgemacht. Meine Frau hat schon so mit so zwei Augen-Ding so, hat zwar nichts gesagt, aber ich muss es ja bezahlen, nicht sie. Egal. Wie der Aufkleber am Schluss dann aussieht, werde ich euch dann zeigen, wenn er fertig ist. Und ich werde ihn mir dann aufs Auto klatschen und dann seht ihr ja das Ergebnis. So, was gibt es noch? Es dauert, wie schon gesagt, über eine Woche. Ne? Also eine Woche dauert es noch, bis es alles fertig ist. Es muss alles zugeschnitten werden über so eine Maschine und hast dich gesehen. Eingequake. Egal. Warten wir jetzt erstmal noch ab. Was gibt es Neues? Der Range T, der kommt ja bald. Ne? Also ich gehe davon aus, dass er bald kommt. Ich hoffe mal mit der Version 1.36. Vielleicht kommt er vorher schon raus. Ich kann es nicht sagen. Aber dieses Jahr kommt auf alle Fälle noch. Ne? Da lassen wir uns nicht mehr hier veräppeln, sondern dieses Jahr gibt es noch den Range T. Dann habe ich schon eine Anfrage bekommen, wie es aussieht. Kommt irgendwann wieder ein neues Tuning-DLC für einen LKW? Vielleicht für MAN habe ich. Ist so die Anfrage gekommen. Kommt bestimmt noch. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es irgendwann mal noch ein MAN-Tuning-DLC gibt. Aber dieses Jahr glaube ich es nicht mehr. Allein schon, weil ja der Range Tier bald rauskommt, so wie das dieses Baltic Sea-DLC kommt ja auch noch. Deshalb glaube ich, dass dieses Jahr dann nichts mehr passiert. Wir haben ja immerhin schließlich schon September. Oder fast schon rum bald. Ne? Deshalb passiert da nichts mehr. Vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr oder so. Irgendwie so, dann machen sie wieder was. So, das nochmal vielleicht zur Info. Habt ihr das mitbekommen mit den ganzen Demonstrationen hier mit den Kids? Alter, gib mir die auf den Senkel, die Gretel hier. Oh, nee. Also ich weiß ja nicht genau, wo das alles hinläuft, ne? Aber das ist jetzt mal einfach meine persönliche Meinung. Also ich finde das alles nicht so gut, wie das alles so abläuft, wie das alles gemacht wird. Also ich bin auch der Meinung, dass man mit neuen Steuern, wie es jetzt zum Beispiel irgendwann mal wird wahrscheinlich so kommt, die CO2-Steuer, die wird bestimmt kommen und dann mit Benzin und Sprit erhöhen, erst um 3 Cent glaube ich und dann nochmal um 7 Cent oder irgendwie so, dass wir am Schluss also 10 Cent mehr zahlen müssen, aber dafür natürlich die Pendlerpauschale erhöht worden ist. Wow, wenn ich jetzt aber irgendwie am Land wohne oder so und aufs Auto angewiesen bin, bin ich natürlich der Gearschte. Da bringt man diese Pendlerpauschale in Scheiß. Aber wenn ich unter 21 Kilometer bin, sag mal, ich habe 20 Kilometer in die Arbeit als Beispiel, dann, siehst du? Und ich weiß nicht, mit den ganzen Millionen, Milliarden, was die dort Zuschüsse dann haben oder Extraeinnahmen, glaube ich nicht, dass du da die Welt retten kannst mit Kohlen. Also, weiß ich nicht. Die können ja mal versuchen, 1 Million Euro irgendwo in den Wald zu kippen. Mal gucken, ob es dann dem Klima besser geht. Mag ich bezweifeln. Man könnte einfach ganz andere Sachen machen. Das reicht schon, wenn ich war gestern war Samstag, ich war beim Einkaufen. Ich war bei diversen Einkaufs... Ich darf hier keine Namen nennen, ne? Verschiedene
Edeka, Rewe, Penny. Und da habe ich halt eingekauft und da kannst du ja gucken, egal, da fängst du beim Obst an und hörst du beim Gemüse auf, alles in Plaste verpackt und hast nicht gesehen. Und meine Frau hat mir auf den Zettel geschrieben, weil ich schreibe mir immer gerne Zettel, weil sonst vergesse ich die Hälfte. Nimm mal Karotten mit. Gut, ja, passt also kein Ding, nehme ich Karotten mit. Und wenn du da reinguckst in den jeweiligen Discounter oder einkaufst im Konsum, dann hast du halt natürlich, klar, kriegst du Karotten entweder im ganzen Sack oder in Plaste verpackt, in so einer Plasteschüssel und dann Karotten drin und nochmal Plaste drüber, weil das alles viel Plaste ist. Oder du kriegst aber auch Karottenlose, ne? Das geht natürlich auch. Ich habe natürlich gesagt, komm, hier, ich nehme die Karottenlose mit, weil, egal, nehme ich halt eine Handvoll, ist doch wurscht. Habe ich halt dann Lose mitgenommen, ne? Das sind solche Themen, da müssten sie mal angreifen, verstehst du? Dass sie sagen, okay, mach mal das ganze Plaste weg und so. Genauso, es gibt immer noch Sachen, zum Beispiel Apfelsaft. Ich habe gestern Apfelsaft kaufen müssen, Naturtrüben. Und den gibt es einmal in Pappe, Tetrapack halt, ne? Wie Milch halt. Und dann gibt es daneben, stand da noch, sieht aus wie, naja, so eine stinknormale Flasche, Kunststoff, Plasteflasche, wo der Apfelsaft drin ist, aber kein Pfand drauf. Was heißt, das Ding muss ich wieder im gelben Sack schmeißen oder in Hausmüll, ist wurscht. Bei uns gibt es halt einen gelben Sack. Ihr werdet wahrscheinlich einen Hausmüll haben oder wie auch immer, ist wurscht. Und das ist wieder, wird halt nicht recycelt, der Scheiß, weißt du? Das ist so Zeug. Da müssten sie einfach mal ansetzen. Nein. Da fangen sie an, freitags auf die Straße zu gehen, nicht in die Schule zu gehen und dann, also nee, es ist für mich, ich weiß nicht, die Welt dreht irgendwie voll am Rad. Ich ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist ja schön und gut, dass unsere Jugend sich Gedanken macht, was Klima betrifft. Klar, wir haben übrigens die Ökosteuer, liebe Jugend. Mal bitte ein bisschen informieren. Aber man kann sich dafür interessieren, ganz klar. Aber diese Demonstrationen, die bringen euch ja im Prinzip jetzt ja nichts mehr. Ne? Ich meine, die Bundesregierung ist eh schon am Rödeln und am Rütteln. Die sind eh schon dabei, jetzt lauter Unfug zu betreiben. Und deshalb geht wieder in die Schule, lernt was Anständiges, denn es macht mehr Sinn, als wie freitags auf der Straße zu hängen und zu sagen, ich demonstriere. Aber vor allen Dingen, also meine Nachbarin, die ist 15 Jahre und die erzählt mir, dass einige der Jugend, denen interessiert es gar nicht. Die sind einfach nur froh, freitags nicht in die Schule zu gehen. Das sagt die mir. Und, ne? Da weißt du schon mal Bescheid, wie die Jugend tickt. Also von dem her, ich weiß nicht so genau. Ja, was liest man heute Morgen in der Zeitung? Unsere Chefin fliegt nach Amerika. Und hier Annegret Krampfadern, Kampauer, wie sie heißt. Fliegt, muss auch mit oder muss rüber, aber die Chefin will sie nicht mitnehmen. Was passiert? Die fliegt mit dem anderen Flieger hinterher. Liebe Leute, Alter, das sind solche Themen. Da müsste man mal angreifen, verstehst du? Da musst du angreifen. Da kann man mal sagen, da kann die Gretel hier zur Kanzlerin gehen und ihr mal hier ein Piepmatz zeigen. Ey, sag mal, hast du eine Macke? Du kannst hier nicht, nimm die doch mit. Kannst du nicht. Das sind Gelderverschwendung, da geht es um Treibstoff rausblasen, CO2-Ausstoß und hast nicht gesehen. Da, liebe Leute, da könnt ihr mal überlegen, ne, was zu machen. Nicht hier, wegen so ein bisschen Leim hier. Also, ich weiß nicht, die haben irgendwie alle den Knall nicht gehört, oder? Und wenn sie ihn hören, dann ist es schon zu spät. Ich finde es einfach nur schlimm, dass den Leuten jetzt einfach immer mehr Kohlen aus den Taschen gezogen wird, um zu hoffen, die Welt dadurch zu retten, weil sie mehr Geld im Geldbeutel haben, die Regierung. Absoluter Quark. Die Leute müssen trotzdem in die Arbeit fahren. Das ist dasselbe mit, wenn sie anfangen, hier im Sommer die eine Steuer auf Treibstoff und so zu erhöhen. Was ist das für ein Scheiß, hätte ich fast gesagt. Leute, wenn ich einmal im Jahr im Urlaub will, okay, dann will ich Urlaub, dann ist mir das wurscht. Dann zahle ich halt am Schluss 50, 60 Euro mehr, dann ist mir das Bockwurst. Dann zahle ich halt diese doofe Treibstoffsteuer. Aber die Leute wollen Urlaub, die wollen sich das nicht nehmen lassen. Die machen es trotzdem, das ist gleich mit dem Autofahren oder, versteht ihr, die Leute machen das, weil sie es müssen, weil sie es wollen. Gut, Arbeit müssen wir, also müssen wir fahren. Also, das macht keinen Unterschied, ne? Ja, ich verstehe es nicht. Hauptsache, die können hier mit einem fetten A8 Dienstauto sonst wo irgendwelche Dienstreisen machen oder irgendwo hinfahren zum Bundestag, wenn hinchauffiert und. Da musst du dir mal den Kopf fassen, ne? Also, nee. Da kannst du dich aufregen. Da kann man sich einfach nur aufregen, ne? Ganz ehrlich,
Eigentlich müsste ich mich persönlich nicht aufregen. Der ein oder andere weiß es ja, ich arbeite in einem großen Automobilkonzern mit 3 Buchstaben und ich habe da relativ weit hin, da ich ein bisschen abwärts, abseits wohne. Und, aber die haben es so gemacht, die haben da einen Busverkehr eingeführt. Ne? Du brauchst nicht selber im Auto fahren, du setzt dich dann Bus rein, zahlst im Monat ein paar Kröten und dann kannst du da dich hinchauffieren lassen. Ne? Kannst dein privates Auto stehen lassen. Das ist und kostet im Monat fast gar nichts. Das ist mal was, wo man antreiben kann, verstehst du? Sowas macht Sinn. Gerade bei den großen Firmen natürlich, aber naja, bei so kleinen macht es natürlich keinen Sinn. Deshalb, ich nutze es natürlich auch schön und mein Auto bleibt natürlich in der Tiefgarage stehen. Ne? Und wird natürlich kaum noch genutzt. Egal. Ja, aber das, ich weiß nicht, das, die Gredel. Nee. Ich will nicht wissen, was. Das kriegt ja alles, das wird alles bezahlt, ne? Das ist alles hier. Da fängt es an, wenn sie mit ihrem Paddelboot nach Amerika drüber schippert. Das kostet alles Geld. Das wird alles bezahlt. Und da brauchst du nicht glauben, dass die noch irgendwie in der Schule geht oder so. Die hat wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, einen privaten Lehrer oder so. Das muss da alles bezahlt werden, ey. Ich raff das irgendwie nicht. Ich mach doch das nicht umsonst. Brauchst du mir nicht erzählen. Nee. Nee. Ich sag's euch. Und in den Sommerferien jetzt. Ich war ja selber auch viel unterwegs. Auch mit Wohnmobil und so. Und auch im Urlaub. Ich war ja auf Malle. Der eine oder andere hat er mitgekriegt. Da war es auch so, da waren sie alle im Urlaub, ne? Spanien, Malle, sowieso. Der Flieger voll mit Kindern und Gören. Alle in dem Alter, wo sie dann mal freitags immer zur Demo rennen. Nein, wir fliegen mal mit dem Flugzeug nach Malle mit Mama und Papa und lassen uns da mal schön die Sonne auf dem Arsch scheinen. Das sind solche Themen, die werde ich nie verstehen, liebe Leute. Ich könnte echt richtig abkotzen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ihr dürft gerne, also der ein oder andere, der jetzt hier sagt, oh, warum denn? Was spielt denn der oder was? Hat der eine Macke? Ihr dürft mir gerne mal hier eine Gegendarstellung schreiben, der dafür ist, dass Gretel jetzt hier so einen Hype hat, beziehungsweise dass die Kids freitags auf die Straße gehen und so, was es jetzt eigentlich für Nutzen hat, wenn wir am Schluss mehr Geld ausgeben müssen als Privatleute und der Staat dadurch mehr Einnahmen hat. Was bringt uns das? Was bringt uns das Geld? Was machen wir damit? Tut lieber draußen ein paar Bäume pflanzen und Müll sammeln. Das wäre doch mal Freitagsdemo, oder? Genauso wie ich gestern gelesen habe, Altersarmut, dasselbe, ne? Wir rutschen in die Altersarmut. Immer weiter, immer weiter. Also wenn ich später mal in Rente gehe, ne? Das dauert ja noch. Ich meine, ich bin jetzt, muss ja noch über 30 Jahre arbeiten. Aber wenn ich mal in Rente gehe und ich kriege keine Rente, Alter, dann ist Pullen offen, auch von beiden Seiten, das sage ich dir. Ne? Deshalb. Aber es darf mir gerne eine Gegendarstellung mal hier geschrieben werden in den Kommentaren und einfach mal erläutern, wie oder was ihr in diesen Demos, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei von meinen Abonnenten, die jetzt sagen, oh, ich bin da damit dabei, bei diesen Demos, dann bitte mal kommentieren, was das für einen Sinn hat. Was macht das? Ich meine, klar, ihr wollt uns sagen, ja, hier CO2 sparen und, ne? Also, ne? Ist ja richtig. Ich meine, ich mache es ja. Ich fahre ja mit dem Bus in der Arbeit. Ich könnte auch mit dem Auto fahren. Ich mache es aber nicht. Ich fahre mit dem Bus, Geld zu sparen, um, was mir sowieso Ende des Jahres wieder aus der Tasche gezogen wird, egal. Oder halt dann CO2 zu sparen, Steuern zu sparen. Ne? Überall LED-Lampen angeschraubt an der Wand und hier gespart und da eine neue Waschmaschine, weil CO2-Ausstoß und mehr Strom und hast nicht gesehen, sparsam und. Brauche ich euch nicht erzählen, ne? Könnt mal eure Eltern fragen. Aber ihr dürft, wie schon gesagt, gerne mal schreiben, was am Schluss das für ein Ergebnis sein soll. Denkt immer dran, ihr werdet auch mal groß, ihr müsst arbeiten, ihr werdet Geld verdienen und dann überlegt mal, was mit eurem Geld eigentlich passiert. Und wenn ihr mal seht, wenn ihr mal 12 Stunden außer Haus seid und hart buckeln müsst, ne, dann seht ihr mal, wie schwer das ist, eigentlich Kohlen zu verdienen, ne. Überlegt jetzt hier mal unsere LKW-Fahrer, die hier das ganze Tag on the road sind und so. Wie soll das da weitergehen? Der Verkehr wird immer mehr draußen, Logistik, keiner will mehr lagern, alles geht auf den Trailer, bloß noch Just in Time oder Just in Sequence oder wie auch immer. Und das muss alles bezahlt werden. Ne? Und die Jungs hier und auch mittlerweile schon viele Mädchen, die auf dem hinterm Bock sitzen, die müssen buckeln hart. Ne? Nicht nur 12 Stunden, sondern 14, 15. Und vielleicht oder sogar der ein oder andere noch mehr, vor allen Dingen die Leute, die aus dem S-Block kommen, die müssen noch mehr buckeln. Und da könnt ihr die mal fragen, was die von erhöhten Steuern naja,
Anhebungen denken. Ne? Weil die verdienen wirklich nicht viel für das, was im Vergleich zu jemandem, der zum Beispiel in der Fabrik arbeitet, um 5 in der Früh anfängt und um 1:30 nach Hause geht. Und dann ist Schicht. Wenn Schicht ist, ist Schicht. Und die müssen aber noch fahren und kriegen nicht mal ansatzweise das, was du in so einem großen Unternehmen bekommst, wie ich zum Beispiel. Na, das muss man sich mal ein bisschen vor Augen halten, der Vergleich. Ne? Deshalb, ja, ich will mal ein bisschen diskutieren heute, mal ein bisschen, haut mal raus. Und dann bin ich mal gespannt, was am Schluss so rauskommt. Ne? Ich bin auf alle Fälle ein absoluter Gretel-Gegner. Ich hole bald einen Hänsel und dann geht's los und dann hauen wir der Gretel kräftig auf den Pieps. Weil meiner Meinung nach so geht's nicht weiter. Das ist voll der Hype einfach nur. Mehr ist es nicht. Und es gibt Leute, die machen, ich habe es letztes Mal wieder einen Beitrag gelesen und auch gesehen, da gibt es einen Junge, der hat auch wieder irgendwas gemacht hier. Oder ein Mädchen, die hat irgendwie aus irgendwelche Kapseln hergestellt für Kaffee. Gibt's ja, mittlerweile kannst du ja nur noch Kapselkaffee kaufen, hier, wo du hier oben ein Kaffeeding reinsteckst. Und dann kommt unten Kaffee raus, aber auch wieder Plastik. Und da gibt es jetzt schon wieder verwertbare Dinge oder recycelte Dinge, sowas, ne? Die Leute müssen geehrt und gewürdigt werden und noch nach vorne geprescht werden. Aber wenn ich durchs Land ziehe oder fliege oder fahre oder wie auch immer, oder ich weiß nicht genau, wie die immer von A nach B kommt, mir auch jetzt egal. Manchmal fährt sie mit der Bahn, manchmal segelt sie mit dem Boot, ist wurscht. Und die quasselt nur und hat hier voll den Hype, ey. Ich raff das irgendwie nicht so ganz, aber. Die soll doch mal aufrufen, geht mal Müll sammeln oder so. Gibt doch so einen extra Tag jetzt mittlerweile, ne? Aber okay, lassen wir uns überraschen. Und dann gucken wir mal. Gut, dann bin ich gespannt jetzt auf eine heißen Diskussion. Ich fahre jetzt noch eine kleine Runde weiter, bis ich bei meiner Abladestelle bin. Eher bei meiner Aufladestelle. Und dann kann ich auch weiterschüsseln. Ja, falls jemand noch Fragen hat zu diesem Aktus, ist der von Galimim aus dem SDS-Forum. Ja, ich habe mir die noch ein bisschen weiter gepimpt. Ich habe mir diesen Schriftzug noch reingeklatscht hier. Den muss ich aber noch ein bisschen überarbeiten, weil es ein bisschen verpixelt, wie ihr sehen könnt. Mit ein bisschen bearbeiten. Das ist hier der Tisch von Racing aus dem SDS-Forum. Den habe ich mir auch schon umgeschrieben, damit er passt, weil hier ja original kein Tisch mit dabei ist. Ne? Dann Science on Your Truck funktionierte von Haus aus. Mein Lichtgedöns habe ich mit reingebaut. Ein Interieurlicht habe ich mir reingeklatscht, hier so ein rotes. Und dann noch habe ich mir oben noch so eine Kelser Bar oben drauf geklatscht, also den Lampenbügel halt, ne? Und unten auch nochmal Lowbar und so, Highbar, Backbar habe ich keine, ne, die habe ich nicht gemacht, ne, die war schon. Aber das habe ich jetzt hier noch so gemacht, einfach so, ne? Weil es halt besser aussieht. Und mir gefällt. Und Lowdeck ist sowieso von Haus aus geil. Ja, habt ihr Fragen noch dazu? Dann raus damit mit den Kommentaren und mit den Diskussionsrunde, bin ich gespannt. Dann wünsche ich euch viel Spaß jetzt. Haut rein, angenehmen Sonntag noch. Bis bald und auf Wiedersehen. Tschüss.